Am Anfang war Dunkelheit und dann ein großer Knall. Die Geburt einer unendlichen Sphäre aus Zeit, Raum und Materie. Täglich enthüllen neue Entdeckungen die mysteriösen und faszinierenden Geheimnisse des Ortes, den wir Universum nennen. Was würde passieren, wenn der Mond plötzlich verschwinden würde? Tsunamis würden die Küsten überfluten, während das Wasser der Ozeane auf die Anziehungskraft der Sonne reagiert. Neue Strömungen würden das Wetter so verändern, dass es zu Nahrungsmittelknappheiten kommen könnte. Die Erdachse würde sich extrem neigen und die Pole zu tropischen Dschungeln und den Äquator zur Eiswüste machen. Neue Arten würden entstehen, andere aussterben. Unser Planet wäre nicht wiederzuerkennen am Tag, an dem der Mond verschwindet. Der Mond ist ein kahler, unbewohnter Felsen. Trotzdem spielt er eine wichtige Rolle für das Leben auf der Erde. Wie wichtig? Um das herauszufinden, werden wir ihn vom Himmel holen. Die ersten Veränderungen geschehen sofort. Die Menschen in den Küstenregionen wird es als erste treffen. Es würde vermutlich ein sehr heftiger Tsunami oder eine Flutwelle entstehen. Es ist bekannt, dass der Mond die Gezeiten auf der Erde kontrolliert. Während er um uns kreist, zieht seine Masse unsere Meere an. Dadurch entsteht eine Wasseransammlung auf der Seite des Planeten, die dem Mond am nächsten ist. Durch eine Merkwürdigkeit in den Gravitationsgesetzen entsteht diese Ansammlung auch auf der Seite, die am weitesten vom Mond entfernt ist. Wenige wissen dagegen, dass auch die Sonne einen Einfluss auf die Gezeiten hat. Doch weil sie 400 Mal weiter von uns entfernt ist, ist ihre Anziehungskraft auf die Ozeane nur etwa ein Drittel so stark. Aber ohne den Mond kontrolliert die Sonne alles. Durch den Mond entsteht eine Art Wasserberg. Es wäre dann so, als würde man diesen einfach zerstechen. Das ganze Wasser strömt heraus. Das Wasser verdichtet sich zu einem weltweiten Riesentsunami, weil es der Anziehungskraft der Sonne folgt. Die Stärke der Wellen hängt von der Position des Mondes gegenüber der Sonne zum Zeitpunkt seines Verschwindens ab. Wenn der Mond bei Vollmond oder Neumond verschwinden würde, stünde er auf einer Linie mit der Erde und der Sonne. Die lunaren Wasseransammlungen würden zu kleineren solaren Ansammlungen schrumpfen. Das überschüssige Wasser würde sich auf der Erde verteilen. Doch es gibt noch eine dramatischere Möglichkeit. Würde der Mond verschwinden, wenn er Viertel- oder Achtelvoll ist, dann wären die lunaren Ansammlungen nicht an der gleichen Stelle wie die solaren. Es würde eine sehr schnelle Bewegung in den Ozeanen geben, von einer lunaren Ansammlung hin zu einer solaren. Experten vermuten, dass es eine dramatische Verschiebung der Wassermassen der Meere geben würde, die die Küstenorte überall auf der Welt auslöschen könnte. Die gewaltigen Wellen wären mit dem südostasiatischen Tsunami von 2004 vergleichbar. Nur würden sie noch stärkere Verwüstungen anrichten, da sie weltweit auftreten. Auf den gegenüberliegenden Seiten der Erde könnten sich zwei Riesenwellen auftürmen, von Ost nach West und andersherum. Eine Küstenstadt wie Miami könnte von einer 15 Meter hohen Welle getroffen werden, die meisten küstennahen Gebäude zerstören und bei ihrem Weg über Südflorida hinweg 9 Millionen Menschenleben gefährden würde. Gäbe es noch andere unvorhersehbare Ereignisse, abgesehen von den gigantischen Wasserbewegungen? Es könnte sein, dass die Ost-West- oder Nord-Süd-Bewegung des Wassers die Strömungen beeinflusst.
Der Golfstrom trägt warmes Wasser aus der Karibik nach Großbritannien. Dadurch ist es dort viel wärmer, als es eigentlich wäre, wenn man bedenkt, wie weit nördlich es liegt. Das Klima ist ein sehr sensibles System. Wenn man an einer Stelle etwas verändert, gibt es woanders eine Reaktion. Die Nahrungsmittelproduktion und das generelle Leben in Nordeuropa würden sich dramatisch verändern, wenn es dort kälter wäre. Die Sahara ist ein gutes Beispiel für einen Ort, der mal grün und üppig war und jetzt eine Wüste ist. Klimaveränderungen können Auswirkungen auf unser Überleben haben. Den größten Einfluss würde aber die Verschiebung der Erdachse ausüben, die sonst für 4 regelmäßige Jahreszeiten sorgt. Unsere Erde neigt sich um etwa 23,5 Grad, weil der Mond als ihr Stabilisator agiert. Hätten wir keinen Mond, hätten wir Zustände wie auf dem Mars. Der Mars hat keine stabile 23,5 Grad Achse, sondern neigt sich mal so, von 15 Grad bis hin zu 70 bis 80 Grad. Ohne den Mond würde sich die Achse innerhalb einiger hunderttausend Jahre verschieben. Die Anziehungskräfte anderer Planeten des Sonnensystems würden auf der Erde für Chaos sorgen. Unsere stabilen Jahreszeiten würden sich völlig verändern, weil die verschiedenen Regionen sich immer wieder stark der Sonne zu- oder abwenden würden. Sobald der Mond weg wäre, würde die Neigung stark hin und her schwanken und man hätte unvorstellbare Klimawechsel. Die Erde würde zu einer fremden Welt, in der die Menschheit sich anpassen muss, um zu überleben. Ohne eine Stabilisation werden solche kleinen Veränderungen auf einmal sehr groß. Man stelle sich Dschungel und Wälder in der Antarktis vor und Eisdecken und Gletscher in Zentralafrika. Die Neigung würde sich innerhalb einiger hunderttausend Jahre verändern. Das bedeutet neue Eiszeiten. Diese haben großen Einfluss auf die Menschheit. Und es war sehr schwierig, sich nach der letzten Eiszeit anzupassen. Schwer zu sagen, was mit der Menschheit passieren würde. Wir wissen nicht, wie schnell wir uns an so starke Veränderungen anpassen könnten. Würde der Mond dauerhaft verschwinden, würde sich das Leben im Meer und an den Küsten radikal verändern. Haie würden ihre Jagdgründe verlieren und könnten die Fischschwärme über ihnen nicht mehr im Mondlicht sehen. Krabben, die sich bei extremer Ebbe vermehren, wären ohne lunare Gezeiten verwirrt. Der Grunion, der bei Vollmond laicht, würde sich nicht mehr vermehren. Selbst primitive Wasserpflanzen wären betroffen. Viele Spezies verbringen die Abende an der Wasseroberfläche und tanken Mondlicht. Der Mond geht auf, die Algen kommen nach oben, gefolgt von den Organismen, die Algen fressen, und den Organismen, die sie wiederum fressen. Die ganze Ökologie der Ozeane basiert auf Licht. Das Ökosystem wäre gestört, weil es die herkömmlichen Signale nicht mehr geben würde. Millionen Menschen hätten weniger Nahrung. Und Küstenregionen würden am weltweiten Rückgang des Lebens in den Meeren zugrunde gehen. Als ob man eines Morgens aufwachen würde und plötzlich blind oder taub wäre. Chaos wäre die Folge. Eine Erde ohne Mond wäre ein herumtreibender Planet. Das zeigt, wie wichtig dieser große Gesteinsbrocken für das Leben hier ist. In unserem Sonnensystem gibt es über 150 Monde. Aber der Erdmond ist einzigartig. Unser Mond ist nicht so wie die anderen Monde im Sonnensystem. Im Vergleich zur Erde ist er riesig. Er hat etwa ein Viertel des Erdumfangs. Das sieht man bei keinem der anderen Planeten. Deshalb sind wir eigentlich ein Doppelplanetensystem. Man kann sich das Ganze auch so vorstellen.
Ein Seiltänzer benutzt eine Stange, die ihm durch das Gewicht an den Stangenenden Stabilität verleiht. Er fällt nicht mehr so leicht herunter. Auf die gleiche Art kann Masse aus der Distanz ein System stabilisieren. Aber der Mond stand uns nicht immer zur Seite. Zu Beginn der Erdgeschichte gab es keinen Mond. Es war eine Zeit, in der unser Planet ein unwirtlicher Ort war. Mit 8-Stunden-Tagen und glühenden Landschaften. Zu extrem für jegliches Leben. Dann geschah der gewaltigste Zusammenstoß in der Geschichte der Erde. Schwer vorstellbar, aber es gab eine Zeit, da hatte unsere Erde keinen Mond. Vor 4,5 Milliarden Jahren, in den frühen Phasen unseres Sonnensystems, entstand unser Planet aus einer Verdichtung großer Gesteinsmengen. In dieser frühen Phase bestand die mondlose Erde aus flüssiger Lava, heißem Gestein und flüssigem Eisen. Die Atmosphäre war mit Kohlendioxid angereichert, das aus den Tiefen der Erde kam. Dick und schwer und unverträglich für Lebewesen. Es gab fast nichts auf dem Planeten. Es war ein unangenehmer Ort. Überall dampfte es. Selbst für Gesteinsbrocken war es ein feindlicher Ort, sie schmolzen. Es war das Chaos. Ohne den Mond war die Erde eine fremde Welt. Die junge Erde war ein sehr heißer Ort. Man nennt dieses Stadium sogar Hadaikum, von Hades, weil es so heiß war. Es gab viele Vulkane und Einschläge, vermutlich auch Blitze und Gas und Dampf, die aus der Erde und aus Vulkanen austraten. Die Stabilität unseres frühen Sonnensystems war nicht viel besser. Ein großes Band aus Gas, Geröll und Staub wirbelte um die neu entstandene Sonne. In unserem frühen Sonnensystem ging es zu wie beim Roller Derby. Es fuhren zwar fast alle in die gleiche Richtung, trotzdem war es chaotisch. Es gab Zusammenstöße, Sachen wurden herumgeschleudert oder aus der Bahn gebracht und verdichteten sich an anderer Stelle. Es war ein totales Durcheinander. Wir können über die frühere Neigung und Drehgeschwindigkeit der Erde ohne Mond nur spekulieren. Unzählige Zusammenstöße mit durchs All schießenden Asteroiden und Protoplaneten haben sie beeinflusst. Wenn man sich den Durchschnitt unseres Sonnensystems und der großen Asteroiden ansieht, erhält man eine Glockenkurve mit dem Wert der Rotationsgeschwindigkeit. Eine Erdumdrehung, bevor der Mond entstand, scheint 8 Stunden gedauert zu haben. Als unsere mondlose Erde nach 10 Millionen Jahren Gestalt anzunehmen begann, gab es einen heftigen Zusammenprall. Die mittlerweile von Astronomen akzeptierte Kollisionstheorie besagt, dass ein Planet von der Größe des Mars im schiefen Winkel mit einer Geschwindigkeit von über 40.000 km/h mit der Erde kollidierte. Durch den Zusammenprall wurden 70% der Erdkruste ins All gesprengt und ein riesiger Strudel aus heißem Gestein und Leichtmetallen verteilte sich im Orbit um unseren Planeten. Die Anziehungskraft größerer Stücke zog kleinere Partikel an. Durch Verdichtung entstand innerhalb eines Jahres der Mond. Das Einzige, was von der Erde weggesprengt wurde, war Gestein. Und daraus besteht unser Mond. Auf anderen Planeten unseres Systems, zum Beispiel dem Mars oder den Meteoriten eines Asteroidengürtels, findet man verschiedene Anteile der unterschiedlichen Sauerstoffarten. Die Anteile unterscheiden sich stark von dem, was wir auf der Erde haben. Wenn wir jetzt zum Mond fliegen und Gestein von dort mitbringen,
finden wir darin die gleichen Sauerstoff- und Isotopenanteile wie auf der Erde. Das Material stammt von der Erde und das passt zur Einschlagstheorie. Die bei dem Zusammenstoß freigesetzte Energie entspricht 6 Billionen Atombomben. Das sind 1000 Atombomben pro Mensch bei der derzeitigen Erdbevölkerung von 6 Milliarden Menschen. Der Planet, der mit der Erde zusammengeprallt ist, hat sich vermutlich an einem Lagrange-Punkt gebildet, einem Bereich unseres Sonnensystems. Diese Bereiche liegen etwa 60 Grad vor oder hinter der Erde, in ähnlichem Abstand zur Sonne. Geröll kann Millionen Jahre im Lagrange-Punkt zwischen der Anziehungskraft der Sonne und der Erde gefangen sein. Etwas muss den Planeten damals aus seiner Bahn gebracht haben. Dieses Etwas war Jupiter. Jedes Mal, wenn Jupiter an dem Planeten vorbeizog, hatte diesem immer wieder einen Ruck gegeben. Wie bei einem Auto, das im Graben oder Schnee steckt. Um es herauszubekommen, muss man es anschieben, es vor- und zurückwiegen. Stück für Stück. Mit kleinen Schüben kann man es befreien. Genauso hat es Jupiter mit dem Planeten gemacht. Sobald er aus dem Lagrange-Punkt herausgezogen war, war er nicht mehr stabil und kollidierte mit der Erde. Nach dem gewaltigen Aufprall formt sich aus dem Strudel des ausgestoßenen Gerölls ein Klumpen, der aus dem eisernen Inneren des Einschlagsplaneten besteht. Dieser schwere Brocken stößt wieder mit der Erde zusammen, wird von ihr absorbiert und wandert in ihr Inneres. Dieser Aufprall ist das Größte, was der Erde je zugestoßen ist. Jetzt haben wir 1,5 Erdkerne. Dadurch wird der Planet dichter und die Anziehungskraft verstärkt sich. Der größere flüssige Kern braucht länger, um abzukühlen als der ursprüngliche Erdkern. Ständig wird Hitze durch die dünne Erdkruste nach oben ausgestoßen. So entstehen Risse. Möglicherweise entstanden so auch die tektonischen Platten, einzigartig in unserem Sonnensystem. Der Mars ist viel kleiner, er kühlte daher schneller ab und hat keine Krustenplatten. Aber vor allem wurde die Erde durch die Kollision in ihre derzeitige Neigung von 23,5 Grad gebracht und beschleunigte ihre Umdrehung von 8 Stunden auf 5. Rund 22.500 Kilometer entfernt von der Erde entsteht innerhalb eines Jahres der Mond. Das ist um einiges näher als seine heutige Entfernung von über 380.000 Kilometern. You've got this immense moon in the sky. Der Mond war damals 15 Mal größer als heute. Er geht auf und steigt hoch, bis er fast den ganzen Abendhimmel einnimmt. Kaum vorstellbar, wie er über einem hängt, rot, wegen der geschmolzenen Lava auf der Oberfläche. Unglaublich. Durch die kürzere Distanz war die ursprüngliche Anziehungskraft des Mondes auf die Erde rund 225 Mal stärker als heute. Obwohl es noch keine Ozeane gab, waren auch die Gezeitenkräfte 3400 Mal stärker. Große Stücke der Gesteinskruste hoben und senkten sich, zweimal täglich mehr als 800 Meter. Die axiale Neigung unseres Planeten wird durch die Entstehung des Mondes stabilisiert. Denn seine Masse wirkt wie ein Anker. Weil die Anziehungskraft des Mondes eine Wasseransammlung um den mittleren Bereich des Planeten bewirkt, verlangsamt sich die Erdumdrehung. Dieser grüne Ballon ist die Erde und das ist der Mond. Würde die Erde sich nicht drehen, würde die gezeitenbedingte Wasseransammlung direkt auf den Mond zeigen. Aber die Erde dreht sich sogar ziemlich schnell. Dadurch ist die Ansammlung immer etwas vor der Drehbewegung Richtung Mond. Das heißt,
Die Anziehungskraft des Mondes drückt leicht auf die Wasseransammlung auf der Erde und verlangsamt so deren Rotation. Aber die gezeitenbedingte Wasseransammlung auf der Erde hat auch Auswirkungen auf den Mond. Sie treibt den Mond in seinem Orbit voran und versucht, ihn quasi schneller zu machen. Der Mond will aber nicht schneller werden. Stattdessen gibt es einen Schleudereffekt. Der Mond wird nach außen getrieben, weil er in seinem Orbit angetrieben wird. Über die Jahre wandert er so immer weiter nach außen. Der komplexe Gravitationstanz der beiden Himmelskörper treibt den Mond pro Jahr 3,8 cm von der Erde weg. Über Milliarden von Jahren hat der Rückzug des Mondes die Erdumdrehung von 5 Stunden auf einen 24-Stunden-Tag verlangsamt. Die vom Mond beeinflusste Erdumdrehung kann man vergleichen mit einer Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette die Arme anzieht und schneller wird. Zum langsamer werden streckt sie sie wieder aus. Physiker sprechen hier vom Impulsmoment. Es ist das gleiche Prinzip. Wenn der Mond sich zurückzieht, verlangsamt er das ganze System. Und was, wenn der große Einschlag nie passiert wäre? Die Veränderungen auf der Erde wären noch radikaler, als wenn der Mond jetzt plötzlich verschwinden würde. Würden wir die Erde erkennen, wenn sie nie einen Mond gehabt hätte? Würde es überhaupt Menschen geben? Würde der Mond plötzlich verschwinden, gäbe es auf der Erde Veränderungen wie Tsunamis, Verschiebungen der Meeresströmungen, die Auslöschung des Lebens im Meer und massive Klimaumschwünge. Doch wenn es nie einen Mond gegeben hätte, würden wir die Erde nicht wiedererkennen. Ohne den Mond sähe das Leben auf der Erde ganz anders aus. Vor allem gäbe es wahrscheinlich keine Menschen. Etwa 150 Millionen Jahre, nachdem vor 4,5 Milliarden Jahren die mondlose Erde entstanden war, ist ihre heiße Phase zu Ende und sie beginnt abzukühlen. Ein Tag dauert nur 8 Stunden. Alles muss etwas schneller laufen in dem 4-stündigen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Die Nächte wären vollkommen schwarz. Sobald er abgekühlt ist, könnte auf unserem Planeten Wasser entstehen. Hitze aus dem Erdinneren treibt Dämpfe und Kohlendioxid an die Oberfläche und verdickt die Atmosphäre. Die Atmosphäre wäre letztlich kollabiert. Und während des Abkühlens wären die Ozeane aus gewaltigen Regenstürmen entstanden. Eisige Asteroiden, die auf den Planeten einschlagen, bringen mehr Wasser. Durch den kleineren, kälteren Kern gibt es keine Plattentektonik und damit keine großen Berge und Meeresbecken. Schon bald würde Wasser den Großteil der gleichförmigen Planetenkruste bedecken. Der Meeresspiegel wäre höher und es gäbe weniger Kontinentalmasse. Es wäre eine andere Welt. Unser blauer Planet wäre noch blauer. Merkwürdigerweise hätte eine solche mondlose Erde zwar mehr Wasser, aber weniger ausgeprägte Gezeiten. Da sie nur von der Anziehungskraft der Sonne bestimmt würden, gäbe es nur ein Drittel unserer Gezeiten. Der Wechsel zwischen Ebbe und Flut wäre das ganze Jahr über konstant und würde zur gleichen Tageszeit stattfinden. Es gäbe weniger Gezeitenzonen und somit weniger Vielfalt bei den Lebewesen. Die Entwicklung von Leben im Wasser zum Leben an Land könnte verlangsamt sein, weil die Lebewesen in den Gezeitenzonen nicht gezwungen wären, im Wasser und an Land zu überleben. Abgesehen von einem 8-Stunden-Tag, bei dem auf 4 Stunden Helligkeit 4 Stunden totale Finsternis folgen, dreht sich diese Erde 3-mal schneller als heute. Aufgrund der schnelleren Umdrehung würde der Wind ständig pfeifen.
Jupiter ist ein großer Planet, der sich sehr schnell dreht. Eine Umdrehung dauert 10 Stunden und er wird von unglaublichen Winden und Stürmen heimgesucht, wie dem großen roten Fleck, den es seit Jahrhunderten gibt. Die Erde würde sich auch schneller drehen als heute. Und das würde für stärkere Winde, gewaltigere Hurrikans und andere Stürme sorgen. Die schnelle Umdrehung der jungen Erde hat noch einen Nebeneffekt. Man nimmt an, dass der flüssige Teil unseres Erdkerns für unser Magnetfeld verantwortlich ist. Wenn sich die Erde 3-mal schneller dreht, ist auch das Magnetfeld 3-mal stärker. Das stärkere Magnetfeld über der mondlosen Erde würde mehr hochenergetische Sonnenpartikel abprallen lassen, die für spektakuläre Nordlichter sorgen. Aber durch das Abprallen könnte weniger Strahlung in die untere Atmosphäre eindringen. Und es entstünden weniger Mutationen, die die Evolution vorantreiben würden. Ein stärkeres Magnetfeld hätte die Entwicklung von Leben auf der Erde verlangsamen können. Ohne den Mond wäre die Erde immensen Klimaschwankungen ausgesetzt. Über verschiedene Zeiträume, die mehrere Millionen Jahre dauern könnten, würden ohne den stabilisierenden Einfluss des Mondes die Sonne und andere Planeten an der Erdachse ziehen. Die Verhältnisse wären ähnlich wie die auf dem Mars. In den letzten Jahren haben wir herausgefunden, dass der Mars eine instabile Achse hat, weil er keinen großen Mond hat. Wenn wir uns den Mars anschauen, erkennen wir, dass er geologische Eigenheiten besitzt, die sich unter ganz anderen klimatischen Bedingungen entwickelt haben, bevor sich die Achse veränderte. Wir können trockene Flussbetten und Eisablagerungen oder Eis am Äquator des Mars sehen. Die Erkenntnis daraus war, dass sich das Klima auf dem Mars verändert hat und dass es sich daher um alte Merkmale handelt. Wie bei dem roten Planeten würde sich die Achse einer mondlosen Erde wild hin und her neigen und unseren Planeten auf den Kopf stellen. Über einige Millionen Jahre gesehen würde unser Planet wild herumwackeln. Manchmal wäre er vertikal, dann wieder horizontal. Vertikal wäre er ein tropisches Paradies. Horizontal könnten die Pole direkt auf die Sonne zeigen und würden zu Dschungeln werden. Durch das chaotische Verhalten der Erdachse gäbe es große Klimaveränderungen. Leben könnte nur schwer bestehen, weil es sich ständig wechselnden Bedingungen anpassen müsste, wie Eiszeiten oder extremen Hitzeperioden. Wie sähe das Leben auf der Erde heute aus, wenn wir nie einen Mond gehabt hätten? Kurze Tage, starke Winde und andere Dinge würden eine verrückte Welt erschaffen, mit Kreaturen, die aus einem Science-Fiction-Roman stammen könnten. Vor Milliarden von Jahren entstand der Mond, als ein planetengroßer Asteroid auf die Erde prallte. Doch was, wenn diese gewaltige Explosion nie stattgefunden hätte? Wenn der Mond nicht entstanden wäre und unsere Erde stabilisieren würde, wäre sie ein ungemütlicher Ort. Die junge Erde drehte sich sehr schnell. Auf 4 Stunden Tageslicht folgten 4 Stunden Finsternis. Über Milliarden Jahre hinweg verlängerte sich dieser 8-Stunden-Tag durch die Anziehungskraft der Sonne und die gezeitenbedingte Reibung auf 12 Stunden. Aber das ist immer noch doppelt so schnell wie die heutige Erdumdrehung und sorgt für extreme Wetterverhältnisse mit verheerenden Stürmen und Winden. Hätte sich der Mond nicht gebildet, hätten wir auf der Erde eine andere Umwelt. Eine sich schneller drehende Erde lässt mehr Jetstreams entstehen. Dadurch gibt es mehr Turbulenzen, stärkere Stürme und mehr Blitze wegen der verschiedenen sich bewegenden Luftmassen. Mancherorts könnten die Winde Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern erreichen. Es gäbe stärkere Hurrikans und größere Wellen an den Küsten.
Und ohne den stabilisierenden Effekt des Mondes würde die Erde vor- und zurückschwanken. Wegen der großen Veränderungen in der axialen Neigung würde unser Planet jahrtausendelange Klimakapriolen durchleben, sodass verschiedene Regionen abwechselnd unter Hitze und dann wieder unter Eis leiden würden. Ohne den Mond gibt es noch einen Aspekt, der auf die Erdneigung Einfluss haben würde. Auch wenn die heutige Erde durch den Mond stabilisiert wird, gibt es eine Unregelmäßigkeit in der Erdumdrehung, die sogenannte Präzession. Die Erde neigt sich um 23,5 Grad. Aber alle 26.000 Jahre gibt es diese konische Abweichung in der Bahn. Wenn es den Mond nicht gäbe, wäre dieser Wackler noch viel extremer. Hätten wir keinen Mond, würde die Erde viel langsamer kreiseln. Und das würde für chaotische Variationen in der Axialneigung sorgen. Eine langsamer kreisende Erde wäre in ihrer Rotationsachse viel instabiler. Ohne den Mond wäre die Erde wie ein Kreisel und würde sich langsamer drehen und immer größere Ellipsen ziehen. "26.000 Jahre ist ein guter Bereich. Wären es 40.000, vielleicht 50 oder sogar 60.000 Jahre, dann würde es chaotisch und es begänne schief zu gehen." Starke Klimaumschwünge auf einer mondlosen Erde würden zu Anpassung und radikaler Ausrottung. Bizarre Lebensformen würden entstehen. Pflanzen wären benachteiligt, denn sie haben nicht die Mobilität, dem sich schnell ändernden Klima zu entfliehen. Komplexe Lebewesen wie der Mensch hätten vermutlich überhaupt keine Chance. Die Klimaveränderungen wären extrem und schnell. Das macht es komplexen Kreaturen schwer, sich zu verändern. Denn sie können sich in der Regel nicht so schnell den Veränderungen in ihrer Umgebung anpassen. Primitive Organismen wären in der Überzahl und würden wohl überleben. Bakterielle Kreaturen können sich nicht nur schnell anpassen, sie sind auch widerstandsfähig unter extremeren Bedingungen. Wir haben Bakterien im Eis der Antarktis oder in Grönland gefunden, aber auch in den heißen Quellen im Yellowstone. Wenn es komplexes Leben geben würde, sähe es wegen der kurzen Tage und starken Winde auf der mondlosen Erde ganz anders aus. Es wäre sehr viel unangenehmer als jetzt. Die Winde und der Lärm, die Wolken. Sich vom Leben im Wasser zum Leben an Land zu entwickeln, wäre ungleich schwerer. Die Lebenszeiten wären verkürzt, weil alles schneller ginge. Am Tag gäbe es weniger Zeit, Energie zu sammeln. Die Organismen müssten schlauer werden. Die Evolution würde kleine, gedrungene Kreaturen bevorzugen. Und die Pflanzenwelt müsste vernichtende Hurricanes überstehen. Es gäbe keine Dschungel. Denn sie bräuchten einen Windschutz, um überhaupt entstehen zu können. Vermutlich würden sich auch keine Tiere von Ast zu Ast schwingen, denn die Pflanzen wären klein und der Wind zu stark. Es gäbe wohl keine so großen Kreaturen, denn die hätten mehr Schwierigkeiten, sich aufrechtzuhalten. Bäume mit schwachen Wurzeln würden auch nicht sehr hoch wachsen. Palmen würden vermutlich nicht überleben. Die ständigen Windböen würden neue Mutationen hervorrufen. Membrane, die wie Segel funktionieren und Tiere durch die Luft tragen. Die unwirtlichen Bedingungen würden einen äußerst lauten Planeten erschaffen. Würden sich Tiere verständigen wollen, müssten ihre Laute klar vom ständigen Kreischen des Windes zu unterscheiden sein. Man muss Wellenlängen benutzen, die nicht dem Hintergrundgeräusch entsprechen. Wenn der Empfänger diese Geräusche ausblenden kann, könnte man sich so unterhalten. Und bestens verstehen. Vielleicht wären wir alle Soprane und unsere Ohren würden eine andere Frequenz hören. Vielleicht würden auch visuelle Fähigkeiten die akustische Reizüberflutung ausgleichen.
Lebewesen könnten extra Gliedmaßen entwickeln, nicht nur, um sich vor dem Wind zu schützen, sondern um zu kommunizieren. Sprache würde sich vielleicht gar nicht entwickeln, aber vielleicht andere Arten der Kommunikation wie Farbveränderungen, Mimik oder Zeichensprache. Auch heute kommunizieren viele Erdbewohner wie Glühwürmchen, Kalmare, Grill und Quallen, indem sie ihre Körperfarbe ändern. Wegen der dunklen Nächte könnten sich die Sinne höher entwickeln, bessere Sehfähigkeiten, ähnlich der Nachtsichtgeräte, die vom Militär genutzt werden. Eine interessante Möglichkeit wäre, dass sich Sinne entwickeln könnten, die so ausgeprägt sind, dass sie sogar Sternenlicht erspüren können. Das wäre unglaublich. Klingt nach einer harten und zu ungemütlichen Welt. Glücklicherweise bildete sich der Mond und schuf so die Möglichkeit für die Entstehung und Entwicklung des Menschen. Doch unser Mond entfernt sich Jahr für Jahr mehr. Heißt das, es wird in Zukunft wieder eine Zeit ohne Mond geben? Vor 4,5 Milliarden Jahren war die junge Erde ein brodelnder, heißer Ort, an dem kein Leben existieren konnte. Wie hat der brutale Einschlag eines Objekts von der Größe des Mars die Bedingungen geschaffen, die unser heutiges, komplexes Leben erst ermöglichten? Der Zusammenprall brachte unseren Planeten in seine heutige Neigung. Und das Vorhandensein des Mondes stabilisiert ihn. Die Masse des Mondes verhindert, dass sich die Erde, von den anderen Planeten angezogen, zu sehr neigt. Er hat einen stabilisierenden Effekt auf unser Klima. Der Zusammenstoß setzte außerdem eine Kettenreaktion in Gang, die die Bedingungen für Leben schuf. Als die eisenhaltigen Kerne der beiden Planeten verschmolzen, entstand ein größerer Kern für die junge Erde. Bei dem Aufprall wurde auch ein Großteil der Erdkruste weggesprengt. In Kombination mit enormer Hitze, die aus dem heißen Kern durch die dünne Erdkruste nach oben drang, entstanden die tektonischen Platten. Die Bewegung dieser Platten erschuf Bergketten und tiefe Täler. Die vulkanischen Aktivitäten brachten die Gase hervor, aus denen unsere Atmosphäre besteht. In den Tälern setzte sich Wasser ab, es entstanden Ozeane und Kontinente. Aber Lebewesen hatten es nicht einfach, sich durchzusetzen. Die ersten 1,5 Milliarden Jahre nach Entstehung des Mondes wurde die Erde mit Geröll bombardiert, der immer noch aus dem Sonnensystem angezogen wurde. Selbst Mikroben und Bakterien, die in den ersten 100 Millionen Jahren entstanden sein könnten, konnten von den riesigen Brocken, die auf der Erde einschlugen, einfach ausgelöscht worden sein. Es gibt Beweise für 3,8 Milliarden Jahre altes Leben. Das ist kurz nach Ende der heftigen Bombardierung. Zu der Zeit entfernte sich der Mond von der Erde, ausgelöst durch die gezeitenbedingte Reibung zwischen den beiden Himmelskörpern. Die Erdumdrehung verlangsamte sich auf 10 Stunden, aber die Gezeitenwellen der Ozeane waren im Vergleich zu heute immer noch gewaltig. Die Wellen waren viel imposanter. Sie reichten weit bis ins Landesinnere und kamen zweimal täglich. Bei seinem Rückzug nahm das Wasser viele Mineralien und Ablagerungen aus der Erdkruste auf. Es war eine ständige Erosion der Landmasse. Das ideale Umfeld für die Entstehung von Leben. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, der Tidenhub, war groß. Die Flut schwappte hunderte Kilometer landeinwärts und zog sich nach ein paar Stunden wieder zurück. Während der Ebbe formten sich Molekularstränge in den ausgedehnten Tidebecken.
Wenn Wasser verdunstet, bleibt alles andere zurück. Der organische Brei in dem Becken verdichtet sich mehr und mehr. Deshalb geht man davon aus, dass das Leben in diesen kleinen Becken entstand. Vor etwa 570 Millionen Jahren, also 3,9 Milliarden Jahre nach dem großen Einschlag, wechseln einige Meereslebewesen aufs Land über. Die Geburtsstunde komplexer Kreaturen. Je größer die Gebiete, in denen es Gezeiten gibt, desto größer die Vielfältigkeit. Denn man hat dort Lebewesen, die manchmal an der Sonne leben und manchmal unter Wasser. Über Milliarden Jahre hinweg entstand auf der Erde ein perfektes Gleichgewicht, das die Evolution eines vielfältigen, komplexen und fragilen Ökosystems ermöglichte. Einerseits gibt es Bedingungen, die so gleichbleibend sind, dass sie nicht zur Entwicklung von Leben führen, weil es keine Anpassungszwänge gibt. Andererseits gibt es Planeten, an denen die Klimaschwankungen und Asteroideneinschläge alle paar Millionen Jahre eine Entstehung von Leben verhindern, weil die Dinge zu schnell gehen. Das Erde-Mond-System scheint genau dazwischen zu liegen, weil es nicht nur primitives Leben, sondern auch die Weiterentwicklung dieses Lebens zu Lebensformen wie uns ermöglichte. Doch unser Mond zieht sich jedes Jahr um 3,8 Zentimeter von uns zurück und verlangsamt so unsere Umdrehung. Wissenschaftler schätzen, dass unser Tag sich alle 100.000 Jahre um 2 Sekunden verlängert. In 1 Milliarde Jahren wird unser Tag wohl 26 Stunden dauern. Zauderer wie ich brauchen die Extrazeit. Was wird aus der einzigartigen Erde-Mond-Partnerschaft, die unser Leben erst ermöglicht hat? Wird der Mond einfach aus dem Anziehungsfeld der Erde verschwinden? Das geschieht so langsam, dass es keinen großen Einfluss haben wird und lange Zeit vergehen wird ohne große Veränderungen. Bis dahin ist unsere Sonne schon längst abgekühlt und ein roter Riese geworden. Die Erde wird dabei wahrscheinlich geschluckt und zerstört werden, genauso wie der Mond. Wir werden zusammengeschmolzen. Vielleicht ist es ein Trost zu wissen, dass wir in 7,6 Milliarden Jahren, wenn die Erde verschluckt wird, nicht allein sind. Unser Anker wird mit dabei sein. Der leuchtende Erdtrabant, der unser Leben erst ermöglicht hat.